Willkommen zurück zu The Infected. Wir legen uns einmal kurz schlafen, weil es eben mitten in der Nacht ist, wir sonst nichts sehen. Und den, denke ich mal, sollten wir auch langsam Richtung Ende des Winters kommen. Ich will auch in die letzten beiden State, damit wir wirklich mal die letzten vier Baupläne kriegen. Und ich will aber allerdings erst los, sobald der Winter vorbei ist, damit ich die Gewächshäuser runternehmen kann, damit sie zumindest zwischendurch mal bewässert werden. Und der gute Gott sich weiterhin um die Felder kümmern kann. Das wäre schon schön. Wir schnappen uns hier erstmal nochmal einen Fisch oder auch zwei. Sehr schön. Gucken mal, ob oben schon ein bisschen Gemüse fertig ist. Ich meine, der gute Scott sollte sich inzwischen drum gekümmert haben, aber wir kennen ihn ja, ne? Wo ist der andere Fisch? Da. Futtert er gerne mal alles auf, ne? Das, ja, das wissen wir, das wissen wir. Muss ja nicht sein, ne? Ah, komm, ist sehr schön. Ein bisschen Vitamine dazu, das kann absolut nicht schaden. Den auch noch drin, dann haben wir das voll. Trinken, trinken, ja gut. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch zwei Lebensschüssel bauen. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. So. Doch ist aber das Wasser drin. Wunderbärchen. Hier, warte mal. Dann können wir auch gleich voll machen, bevor die Kohle hier weggebrannt ist. So, Rinder. Ich sollte mir auch mal echt angewöhnen, zwischendurch das Feuer auszumachen. War das das Schmutzige? Ja. So, du trinkst hier ein Schlückchen. Sehr schön, sehr schön. So, kümmern wir uns erstmal um die Lehmschüsseln. Wir brauchen zwei Stück, damit der Herd auch wieder aus kann. Hier wurde mal 1, 2, 3, 4, 5 und einmal die 6. Sehr schön. Einmal halbieren das Ganze, hau rüber. Eine Schüssel und zwei Schüsseln. Komischerweise futtert er ja die Schüssel mit, statt das Gott. Meiner stand gerade Scott. Scott, du hast momentan holzmäßig nichts zu tun, also kümmere dich um die Felder. So, einmal die erste Zwiebelsuppe und einmal die zweite Zwiebelsuppe. Den können wir hier. Stapeln die wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Ja gut, wir brauchen ja eh nur ein Wasser. Machen wir den erstmal aus. Weil der braucht ja nicht brützeln, wenn nichts ist, ne? So, gucken wir mal kurz. Er sollte sich um die Felder gekümmert haben inzwischen. Sieht auch so aus. Der Typ kam gerade runtergerannt. Er ist sogar alles geendet. Wo ist er? Ah, ich hoffe, das macht er noch. Ich denke auch mal schon. Sieht mich so aus, als hat er gerade frisch alles geendet. Ja, ja. Ich wette, der futtert auch gleich die Hälfte wieder auf. Ja, ja, er war auch gerade erst bei. Gut. Dann machen wir mal sicherheitshalber... Was wäre denn hier schon wieder hier? Wollte er gießen oder was? Sehr schön, seine Kiste gucken. Na, er kann sich auch erstmal drum kümmern. So ist es nicht. Aber ich traue dem Guten nicht, was Essen betrifft. Oha. Er hat aber volle Kanne geerntet. Jojo. Gut, lassen wir ihn erstmal drin. Wir sind gesättigt. Sehr schön. Ich denke mal, er wird das denn ja schon in die zweite Kiste schmeißen, ne? Dann bringen wir kurz die Ölkanne weg und bauen hier noch ein bisschen weiter, bis der Winter vorbei ist. Handwerk, nee, Rohstoffe. Er müsste mal was essen. Aber er erntet wohl erst ab, wa? So, wir kriegen nochmal Schnee zum Abschluss. Die soll mich nicht vor das dürren. Bieb, 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 bieb. Wir machen jetzt erstmal das hier. Ich meine, hier soll sowieso ein Weg lang, aber mich wundert es trotzdem, dass die Schräge hier so nicht geht. So. Kann er gleich wieder voll machen. Dafür ist der gute Mann da. Hau rein. Ich glaube, einer fehlt noch, oder? Ah, zwei. Gut. Okay, erstmal haben wir Wempi-Besuch. Hallöchen, Hallöchen. Hey, 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 wo willst du hin? Hier bin ich. Sag mal. Mutti, aus. Mutti. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber immerhin Schrauben so. Ein Holz heute fehlt noch. Eine. So, dann hauen wir hier die Brenner rein. Dafür haben wir eine gute Säge. So, da nochmal.
Genau, 4 Bretter brauchen wir noch. Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4. Er ist wieder dabei, voll zu machen. Ein Träumchen an Träumchen. Bip, 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 bip. Hier gleich wieder rauf. Ah, willst du nicht weiter sägen? Da ist noch Platz, kurz saugen. Zack, zack. So, den einen kannst du auch noch wegsägen. Da sehe ich doch immer zwei gleichzeitig, ne? Kann das sein? Na, fehlt gleich noch einer, aber kriegen wir hin. Alles kein Problem. Er macht hier wieder voll, danach kann er sich um die Felder kümmern. Wir gucken jetzt erst mal wegen der Schräge hier jetzt. So, Wende. Das ist so die gute Schräge hier. Der will hier partout nicht rennen. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. So wird's gehen. Hä? Kann das sein, dass die schrägen Wände normalerweise auch nur auf schräge Dinger gehen? Sich hierher den Schrägen hinbauen müssen? Das ist schon irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber hier ging es. Wir haben da ja nachher so einen geraden untergebaut. Und hier geht es nicht, oder was? Es ist in der Tat etwas sehr merkwürdig. Okay, ich probiere mal was aus. Wir nehmen mal den einen hier raus. Der hier ist das, ne? Ich glaube, das müsste der hier sein. Einmal entfernen. Danke. Gib mir mal die Holzscheide. Und bauen hier mal einen Schrägen rein. Und zwar ein schräges Fundament. Nur mal zum Testen. Kann man ja hinterher wieder austauschen. Das ist natürlich jetzt sehr doof. Jetzt kriegen wir noch einen Sneestorm. Der lässt sich hier nicht so drehen, wie es gerne hätte. Nee, er soll genau andersrum mit der Ecke hier. Tut das echt Not jetzt? Hätte ich das hier echt von Anfang an schräg bauen müssen? Sieht fast so aus, ne? Ne, so ist die Schräge doch verkehrt. So aber auch. So ist recht. So muss sie, ne? Nein. So muss sie, genau. So muss sie. Und dann mal gucken, wir bauen den hier jetzt einmal fertig, nur um zu gucken, kann man ja hinterher wieder austauschen. Das ist ja nicht so das Problem, das hatten wir ja schon. 4 Holzscheute, 6 Bretter. 1, 2, 3. Bip, bip, bip. Und so. Ah, gucke mal, gucke mal. Jetzt verschwindet auch der Schnee, obwohl es schneit. Sehr schön. 1, 2. Warte, wer hat noch Bretter einstecken, ne? 5 haben wir sogar. 6. So, das... Ich habe mich das Gefühl, das wäre denn zwar ein bisschen doof, dass es nur so geht. Winde? Dass es so geht, ist ohne Problem. So hat mir das drüben mich auch gemacht. Naja, da muss ich hier ein bisschen schräg später wieder rausnehmen, wenn der gebaut ist und dann geraden hinmachen. Dann haben wir es auch. Okay, dann machen wir erstmal den. Nochmal 5 Holzscheide. 1, 2, 3. Ja, ja, mehr als 3 geht ja nicht. So, 1, 2. Bip, bip. Und nochmal 5 Bretter. Die wir, ja. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ist ein bisschen umständlich, nochmal gelinder ausgedrückt, aber es geht so zumindest. So, dann müsste das Fundament hier unten jetzt wieder raus. Und ein gerader Reiter. Ich hoffe, den kriegen wir da jetzt rein. Kann das sein, dass die Bretter, die ich einstecken habe, aus dem Fundament kommen, was ich abbaue? So, fehlen immer noch 4 Holzscheute, 3 Bretter. So, und 3 Bretter, das holen wir gleich. 1, 2, 3. Anders kriegst du es hier ja nicht hin. Okay, dann hätten wir das. Ach, soll ja das Holzgebäude hier werden. Und hier soll halt zum Mittelgang durch. Sehr schön, dann hätten wir das. Und das geht hier ja später sowieso weiter. Gut, gut.
Einmal kurz den hier wieder vollhauen. Der hat noch genug Schrauben hoch. Wir machen uns jetzt so langsam aber sicher auf den Weg. Er ist auch an Holz holen. Sauberes Wasser machen wir auf jeden Fall nochmal voll. Auch wenn wir Süppchen haben. So, dann können wir den guten noch einmal ausmachen. Jo, Feuer ausmachen. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir uns jetzt Milch Richtung nächste City machen. Er kann sich in Ruhe hier um Beete und Holz und so kümmern. Das kriegt er schon voll in der Zwischenzeit, da bin ich mir sicher. Jo. Dann Lüfters doch Schmiede. Die kann ich eigentlich auch erstmal ausmachen, wenn sie nicht sogar schon aus ist. Nein. Das braucht im Moment nicht laufen. Jo, gut, um den müssen wir uns natürlich noch kümmern. Ich muss auch kurz gucken, ob die Kisten leer sind. Ich hoffe es. Da ist er. Oder sie, wie sie gesagt. Das ist die gute Mutti. So, haben wir die Schrauben noch einstecken? Ja, Schrauben gehen nach oben. Gut, wir müssen mich hin, damit wir endlich die letzten paar Baupläne kriegen. Hier, Schrauben rein. Und zwar bleiben uns noch die Monster, die hier oben, ne? Die werden wir jetzt besuchen. Einmal kurz hier alles abschägen. Er macht das schon. Das ist leer, alles klar. Dann gehen wir nämlich los. Halt. Ich sag die ganze Zeit, ich warte, bis der Schnee vorbei ist, um die Gewächshäuser runterzunehmen. Und renn dann los, ohne sie runterzunehmen. Zum Glück fiel mir das noch rein. Geht einfach nur darum, dass die Felder mal ein bisschen bewässert werden, zwischendurch durch den Regen, damit unser guter Scott etwas entlastet wird. So, den stellen wir erstmal hier hin. Hauptsache, es steht nicht im Weg. Den anderen auch. Später, wenn wir mit Hilfe von Strom die Wassertürme stehen haben und das Ganze automatisch bewässert wird, denn kann auch gerne das alles in den Gewächshäusern drinnen bleiben, denn es ist gar nicht mehr das Problem. Yo, 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 yo. Den Post hat alles. Aber so lange muss es jetzt heute erstmal runter. Sehr schön. Dann wird das oben mich so bewässert und wir marschieren los. Wo ist er? Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, wo wir genau hin müssen. Wir wollen erstmal die Start und zum Schluss machen wir den die Start. Das heißt, wir müssen gerade hoch. Jo, in diese Richtung da. Alles klar. Gut, dann spurten wir uns jetzt mal etwas. Up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't. So, wir sind angekommen. Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, was wir hier für Baupläne finden. Ich meine, so viel fehlt uns ja jetzt auch nicht mehr. Jetzt müssen wir noch mal kurz googeln. Wir müssen noch ein bisschen das System arbeiten hier, ne? Ich würde sagen, erst die Seite machen wir hier vorne, genau. Sonst kommen wir ja wieder durcheinander. Kriegen wir aber schon hin. Fangen wir mit der Hütte hier gleich an. Dort ist das Haus da. Okay. Gehen wir erstmal rein. Ich will aber kurz gucken, was wir für Baupläne brauchen. Die stand denn ja hier. Also uns fehlt noch Webstuhltechnologie, die brauchen wir nicht unbedingt. Windturbinen, die wären auch nicht schlecht. Stromtechnologie, das wäre die wichtigste und Ölpumpen. Alles klar. Na, was wir hier finden, werden wir ja sehen. Haben wir die Helmlicht mit? Jo. Oh, ein bisschen dunkel hier immer, ne? Gehen wir mal hier gemütlich alles durch. Trockene Ziegel kann man immer gebrauchen. Öl kann sowieso. Leere Dosen, Seile. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir das alles brauchen, aber wir nehmen es einfach mal mit, ne? So, am Bad ist sowieso nix. Erste Hilfeausrüstung nehmen wir auf jeden Fall mit. Von mir aus auch die Kartoffki. Hier haben wir nichts weiter. Da hatten wir schon geguckt, oder? Ja, ja.
So, hier. Gut. Ich weiß nicht, warum ich Samen mitnehme. Ich kann Samen einfach nicht liegen lassen. Ein bisschen Kartoffelpaste. Auch nicht durch hier oben, ne? Gut, Lehm, Zwiebelkeim legen, ja, jut. Ist noch der eine Raum hier. Gut, dann hält man das Häuschen durch. Licht wieder aus. Falsche Seite. Aber lassen wir trotzdem auf. So, rein. Alles drin, was keine Miete zahlt. Schnappen. Und dann würde ich so gehen, wir machen erstmal das Häuschen hier. Das da. So, rein in die gute Stube. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Ich bin jetzt, naja, geht. Einfach losgerannt. Ohne auf die Uhrzeit zu achten. Eisenerz kann man immer gebrauchen. Beeilen wir uns ein bisschen, damit wir hier nicht im Stockdunkel stehen. Knochen, erste Hilfe, sehr schön. Biotreibstoff ist immer gut. Aber wie gesagt, es geht ja auch in erster Linie um die Baupläne. Ofenkartoffel und noch ein Düschen. Ein bisschen lame. Da steht nix. Hier steht auch nix. Okay. Kabel sind auch immer gut. Warte mal. Ja, ist nix. Okay. Ich hatte ja vorhin nicht ins Regal geguckt. Gut, dann gucken wir oben nochmal. Hier haben wir nochmal Kartoffelpaste. Ein bisschen Talg und nochmal ein Gurkensort. Das war's hier aber auch schon wieder. Nee. Jo. Okay. Raus hier. Sehr schön. So. Einmal kurz auf die Map gucken. Das hätten wir. Dann müssen wir jetzt... Das müsste das da sein, genau. Jo. Dass der sich mal so komisch dreht, ne? So, rin. Und Licht wieder an. Sehr schön. Ja, der Grund, warum ich es zwischendurch ausmache, die Lampe verbraucht sich. Noch haben wir den Webstuhl nicht. Noch nicht. Hier ist auch nichts. Maissort, Plastik. Okay. Hier hatten wir geguckt, oder? Jo. Gut. Den gucken wir hier. Da so ein Zwiebelkäumling. Verband lassen wir mal hier. Das kriegen wir andauernd von den Vampis. Trockenziegel können wir noch mitnehmen. Melonsort noch ein bisschen. Eisenbrocken nehmen wir auch mal mit. Auch wenn sie jetzt nicht so wichtig sind. So, und hier... Ein Glas können wir mitnehmen. Eigentlich schade, dass keine Wimpis in den Häusern sind, ne? Ja, und trockener Ziegel in dem Regal ist nix. Jut. Nochmal Wassermelonsort. Boah, ist gar nix. Und hier. Oh, ein paar Knochensplitter. Gut. Die haben wir aber eigentlich auch schon. En masse. Wirklich en masse. So, dann mal raus hier. Falsche Säule. Hier hatten wir auch geguckt, ne? Ja. Jut. Dorsrin. Zumindest das, was noch passt. Das passt nicht mehr. So, einen Moment. So, wir müssen auch nicht jetzt direkt in die Hütte da. Ja, da haben wir vorne hier die vier durch. Die da, wer das? Ew. Er dreht sich immer so komisch, wenn man den Wagen aufhebt. So, rin. Verband lassen wir hier. Trockenziegel kommen wir immer gebrauchen. Kevlar sowieso. Da ist nichts drin. Okay. Elektrikteile nehmen wir auf jeden Fall mit. Mechanikteile ebenfalls. Genau wie Maissaat. Da ist noch ein Säuel. Noch mehr Maissaat. Alles klar. Nochmal Eisenbrocken. Was ist das hier schon wieder? Geht's hier noch irgendwo hoch? Nee, ne. Hier gibt's keine obere Etage, aber auch nichts in den Regalen drin. Gut, dann hätten wir die Hütte auch schon wieder durch.
Brenner passt nicht, passt nicht. Passt schon, passt auch. Passt nicht. Gut. So, jetzt muss ich mal ganz gut googeln. Die hier haben wir durch. Alle vier. Das heißt, wir müssten eigentlich an der Hütte vorbei, damit wir da oben hinkommen zur Hütte. Zu dir da. Genau. Da läuft auch ein Wimpy spazieren. Schottendicht. Zwebbelkeimling. Steht hier die Tür offen. Okay, eins nach dem anderen. Das noch Verband hoch machen wir zum Schluss. Ich gucke erstmal den Raum durch, bevor ich da vorne in die Küche gehe. Kartoffelpaste. Hier ist nichts drin. Webstuhltech, alles klar, den hätten wir auch. Sehr schön, sehr schön. Trockene Ziegel. Das war schon mal ein Träumchen. Tierfett. Elektriktoile. Webstuhl hätten wir schon mal. Das ist doch ein Träumchen. Dann gucken wir jetzt erstmal in die Küche. Knochen, Biotreibstoff. Alles klar, verbinde. So, nach oben müssen wir noch einmal. Hier gab es doch eben noch einen oben, oder? Ja, meine ich doch. Ach, sehr, der Dachboden. Okay. Irgendwo auf jeden Fall noch ein Kabel liegen. Aber ansonsten. Licht hier nix. Nö. Okay. So, den lass uns hier mal raus. Da ich aber eben Wimpy gesehen habe. Einmal in die Hand. Jupp, da vorne Lüfter. Was passt denn noch? Ein bisschen zumindest. Das kann eh raus. Kommt denn da Rindenmulch auf einmal her? Warte mal. Hab ich zwar noch nicht bemerkt, aber... wäre mir eh gleich in den Rücken gefallen. Und natürlich Pflanzenfasern. So, die können auch raus. Den kannst du natürlich einmal kurz was essen und trinken. Wir essen eine schöne Zwerbelsuppe. Erst die Kartoffel dazu, den passt dann wieder. Wir nehmen erstmal den Wagen in die Hand. Wir müssen jetzt definitiv einmal hier rum. Zu der Höhle da, ne? Jo. Und dann füllt die da noch, ne? Sehr schön. Rein hier. Trocknet Siegel, Knochen, Säule, Ei. Tolk. Hier gibt es aber auch keinen oben, ne? Ne, ne. Das ist wieder so eine kleine Mini-Hütte. Da steht noch eine Kartoffelpaste auf dem Herd. Und hier ist kein Bauplan. Sehr schön, sehr schön. Können wir auch gleich wieder raus. Das, was passt, geht natürlich noch rein. Sehr schön. Dann fehlt uns da eigentlich nur noch die Hütte da, ne? Ja. Auf dieser Seite, meine ich. Es gibt die Stadt ja noch auf der anderen Seite. Sehr schön. Eisenerz. Gucken wir jetzt mal hier durch. Nein. Nein, 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 nein. Wieso sammelst du sowas immer ein, mein Freund? Lass es liegen. Eisenbrocken. Glas. Ist das hier unten alles? Hier war... Ne, hier waren wir noch nicht. Wo gerade so. Hier ist nichts weiter, außer Reklame an der Wand. Da ist nichts weiter. Das Rindenmulch, das lassen wir liegen. Kartoffelpaste nehmen wir mit. Leere Dose. Hier ist auch kein Bauplan drin. Hier noch eine Spielidee. Okay, da ist keiner drin. Trockener Ziegel. Okay. Hier hatten wir geguckt, ne? Wir müssen aber noch nach oben. Juju, da ist nix. Hier ist nix. Kabel kommt mit. Zwiebelkäumling kann mit. Da ist auch nix. Medizinverband kann jetzt mal hier bleiben. Hier ist auch kein Bauplan. Ne. Was wir hier an Zwiebelkäumling kriegen. Okay, okay.
Ich hoffe doch, dass der Webstuhl zumindest, den können wir ja jetzt bauen, keinen Strom benötigt. Wäre ja schon ein Träumchen, ne? So läuft auch wieder Wimpy spazieren. Erstmal rennen, was noch passt. So, ich will einmal ganz kurz die Pflanze hier mitnehmen. Die könnten wir gebrauchen. So, die können wir nämlich essen. Gibt auch ein bisschen Vitamine. Sehr schön. Dann müsste ich sowieso mal ganz kurz... Oh, man. Wow. Do. Hallo. Wo willst du denn hin, Mensch? Was hast du denn für Komplexe? So. So, gab auf jeden Fall Lehm. Lehm kann hier noch mit drin. Was ich gut gehen wollte, der kann auch übrigens rein. Das Ei passt nicht mehr, die Kartoffel auch nicht. Das wollte ich gucken. Die müssen hier ja noch raus. Verstopfen wir und ist dicht hier. So, diese Säule hätten wir durch. Dann machen wir jetzt noch die andere Säule. Dann müssen wir quasi diese Richtung gerade durch jetzt erstmal. Also das Haus ignorieren. Und es fehlt hier immer noch ein Bauplan hier. Und zwar bei der Hütte hier. Oder? Ja, ist richtig. Gut, dann lass uns mal rennen. Melonensort. Ölkanne ist immer gut. Oben gucken wir gleich. Gurkensaat. Tierfett. Wertvolle Kabel. Schmuddelverbände, die brauchen wir herzlich wenig. Ah, hier unten ist eine Toll. Hier, aber wir gehen oben nochmal gucken. Lässt du mich wo hoch? Danke. Da haben wir immerhin nochmal ein bisschen Biotreibstoff. Da haben wir noch mehr Biotreibstoff. Trockene Ziegel. Sehr schön. Nochmal ein Ölkännchen und nochmal eine Kartoffel. Sehr schön. Hätten wir die Bude nämlich auch durch? Auf dem Bett ist nichts. Okay. Ah, oh, wir finden den letzten Bauplan schon noch. Falsche Säule. Da geht's raus. So. Das rin. Kartoffel hier passt wahrscheinlich nicht. Nein. Gut, wir müssen jetzt... Am besten mache ich jetzt erstmal, damit wir die nicht vergessen. Die große Bude hier hinten. Die da. So, rin. Es fängt auch an zu regnen, wie es aussieht. Aber wir sind richtig, ne? Ja. Knorrensplitter. Schiene lasse ich jetzt hier. Schienen haben wir mehr als genug. Die lasse ich jetzt wirklich hier. Talg. Hier noch mehr Schienen. So eins nach dem anderen. Das Haus ist hier ziemlich verwirrend. Gucken wir erstmal in die Küche. Hier, Esshilfeausrüstung. Sowas kann man immer gebrauchen. Talg, sehr schön. Wir hatten hier vorne noch Räume. Yep. Feder. Die kann man auch immer gebrauchen. Dort steht nix. Regale hatte ich alle durchgeguckt, ne? Ich glaube, ja. Da ist auch eine Schiene. Küche wollen wir? Jo. Wollen wir hier hinten? Jo. War bloß die Doppelschiene. Das hat mich ja so verwirrt. Da ist noch ein Schmuddelverband. Gut, den brauchen wir auch nicht. Den Eimer hoch. Es regnet durch. Okay. Säbelkäumling, lame. Mehr ist ja nett. Nö. Es regnet doch tatsächlich durch. So, Reiner. Den geht nicht. Rein, rein. Sehr schön. Dann haben wir die Hütte nämlich auch durch. Und dann wäre als nächstes auch gleich die Hütte vor uns dran, würde ich sagen. Ja, bock. Dozy. Lame.
Schrauben? Okay. Irgendwas im Bad? Nee. Wo ist auch nix? Wo ist nix? Aber Glas und Kohle. Kohle nehmen wir gerne mit. Gut, hier in dem Raum hätten wir nichts. Bad waren wir, von da kommen wir. Hier hatten wir geguckt, ne? Ja. Hier noch einmal drin. Regal ist auch leer. Knochen, lame. Alles klar. Oben noch mal gucken. Für Dominis Essen Kartoffelpaste. Also Kartoffelpaste kriegen wir wirklich en masse. Gut, dann lass uns mal raus hier. Stimmt ja, Leben stoppeln nur bis 10. Was hier von noch irgendwas drin? Nee, ne? So, das drin, das drin, das drin. Das drin. Die Hütten haben wir. Den müssen wir jetzt in diese Richtung. Ah, sind ja nur zwei Häuser. Eine ist hier. Oh Mann. Hab ich den anderen Bauplan irgendwo übersehen? Oder? Naja, aber vielleicht kommen wir ja noch. So, Schottendicht, Elektrik-Toile. Ölkanne. Mal wieder Kartoffelpaste. Aber habe ich doch extra auf die Regale und so geachtet. Noch mehr Kartoffelpaste. Dose, Säue, Brunnenfläche ist auch hier. Schiene, die wir hier lassen. Korbel. Mäussaat. Gut, gibt's hier einen oben? Nee, ne? Moment, hier gibt's keinen oben. Gut, gut. Haben wir nur noch eine Hütte? Der sieht mich eh gleich. Nehmen wir einen Freund. Okay, da hat mich noch einer gesehen. Aua. Ah, von hinten natürlich, ne? Natürlich. Aber wer ist es immer so? Die Schuppen kommen von hinten. Aber immerhin ein bisschen Biotreibstoff, ne? Warte mal. Ist modern. Pass auch nicht mehr. Zock, zack, zack. Haben wir eigentlich was hier drin? Nein. So, wir hätten eigentlich nur noch eine Hütte. Das ist die der. Der muss doch ja der Bauplan sein. Sonst habe ich den irgendwo übersehen. Oh, das wäre nicht gut. Das wäre absolut nicht gut. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier auch nicht. Dose, Ölkanne. Korbel. Elektrik-Toile. Kartoffel, gut. Moissies, hier ist nix. Kartoffelsplitter. Nee, da ist er, da ist er. Straum, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Den gucken wir mal kurz. Webstuhl haben wir gekriegt, ja, und die Stromtechnologie. Baupläne können dürfen. Ja, ja, das wissen wir ja. Fehlt uns jetzt eigentlich noch Windturbinen und Ölpumpen. Das müsste beides in der letzten Stadt sein. Sehr schön, sehr schön. Aber du findest auch meistens echt den letzten Bauplan erst im letzten Haus. Nicht immer, aber häufig, ne? Lehmerde lassen wir mal hier. Die haben wir echt genug zu Hause. Da haben wir noch ein Ei. Sehr schön, sehr schön. Aber wir könnten uns jetzt rein theoretisch den Verteiler bauen. Und unseren Webstuhl. Das heißt, wir können uns ja jetzt endlich mal selber Stoff machen. Wäre schon ein Träumchen. Ich meine, brauche ich im Moment nicht unbedingt, aber... Falsche Säule. Wir sind hier auch im Durch in der City oder im Dörfchen. Ich weiß nicht, ob man die als City bezeichnen kann. Ich glaube, angegeben sind die als Dörfer. Für eine City sind die auch ehrlich gesagt ein bisschen ländlich, ne? Zack, zock. Ei haben wir eh schon drin, ne? Ew. Gut, wir hätten denn die Bude hier durch. Das ist doch schon mal ein Träumchen. Denn marschieren wir jetzt auf dem direkten Weg hinaus, würde ich sagen. Ist ja so weit jetzt auch nicht.
Wie müsste bloß... Oh, mal ein bisschen kleiner hier. In diese Richtung hier, ja. Gerade runter. Den mal los. Tell me something I haven't heard before. 'Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's so, da sind wir doch. Home sweet home. Sehr schön. Wunderbar. So, ich weiß nicht, ob der gute Gurz sich um die Felder in der Zwischenzeit gekümmert hat. Hoffen wir mal, weil, wisst ihr ja eigentlich nicht, von meinem Holz ist alles voll, ne? Inzwischen, oder? Jo. Der hat auf jeden Fall was getan, während wir weg waren. Und gucken, ob er uns was übergelassen hat und nicht alles aufgefuttert hat. Der ist voll. Okay, er hat uns auf jeden Fall was übergelassen. Ja, wir haben einen leichten Vitaminmangel. Da fudern wir gleich mal was rein. Was ist dort denn hier? Fett, okay, da bringt Vitamine futtern jetzt auch nichts. Sehr schön. Also bevor heute jetzt aber auch erstmal am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Einmal kurz den Kram wegräumen. Aber wir können uns denn endlich ums Drum kümmern. Und den Webstuhl. Allerdings will ich eine Sache noch gucken, ob der Webstuhl Strom braucht. Da ist er. Nein, braucht er nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Den können wir mich endlich mal auch bessere Klamotten und so weiter machen. Dann können wir unseren eigenen Stoff herstellen. Alles klar, den bis morgen. Tschüssi.